Hallo liebe Fußballfreunde, hallo liebe BVB-Fans, willkommen auf Fußball for Fans. Ja, das große Champions League-Finale 2024. Borussia Dortmund gegen Real Madrid. Wer gewinnt das Finale? Meine Prognose, Infos und Aufstellung zum Champions League-Finale BVB gegen Real Madrid. Schon mal die gute Nachricht für alle Fußballfans und Dortmund-Fans. Der BVB kann im Finale auf sein bestes Team zurückgreifen. Dann schauen wir uns jetzt mal eben kurz den Weg von Dortmund ins Champions League-Finale an. Ja, bis zum Finale gab es 12 Spiele. Dortmund konnte 7-mal gewinnen. Insgesamt hatte man 2 Niederlagen und 3 Unentschieden. Aber gerade das Halbfinale gegen Paris hat Dortmund mit 2 Siegen gewonnen und für sich entschieden. Und somit ist der BVB auch hochverdient im Champions League-Finale gegen Real Madrid. Ja, wie sieht die Bilanz aus von Dortmund gegen Real? Naja klar, Real Madrid ist schon mit die beste Mannschaft der Welt. Insgesamt gab es 14 Champions League-Duelle zwischen Dortmund und Real Madrid. Der BVB konnte 3-mal gewinnen, Real Madrid 6-mal. Und dabei gab es 5 Unentschieden beider Teams gegeneinander in der Champions League. Auch dazu muss man natürlich sagen, seit der Einführung der Champions League hat 92-93 hat Real Madrid 8-mal das Finale erreicht und 8-mal hat auch Real Madrid das Finale gewinnen können. Aber Borussia Dortmund hat eine sehr gute Chance, in den einem Spiel jetzt im Finale am Samstag Real Madrid zu schlagen. Schauen wir uns mal die Torschützen und Torvorlagengebern in der Bundesliga von Dortmund. Donny Malen an erster Stelle, schon überraschend mit 13 Saisontoren. Dahinter Niklas Füllkrug mit 12 Toren. Füllkrug hat auch 3 Tore in der Champions League-Saison bis jetzt erzielt. Danach Julian Brandt mit 7 Toren, Reus mit 6 Toren und Moukoko ebenfalls mit 5 Toren, also keine 6 Toren, 5 Tore. Und Top-Vorlagengeber Julian Brandt mit 12 Torvorlagen in der Bundesliga. Das sind auch so damit so die wichtigsten Spieler für die Offensive. Und gerade auch Marco Reus, ja, was für ein Abgang jetzt da noch im Champions League-Finale antreten zu können. Vielleicht macht Marco Reus ja auch ein Tor noch im Finale gegen Real Madrid. Das wäre natürlich eine super Geschichte für Marco Reus und den BVB. Und wir hoffen natürlich, wenn er trifft, dass es auch das Siegtor sein könnte. Ja, Dortmund hat, wie gesagt, sehr gute Chancen, das eine Spiel jetzt im Finale gegen Real Madrid zu gewinnen, weil offensiv, aber auch mittlerweile defensiv Dortmund sehr gut spielt und auch sehr stark besetzt ist. Schauen wir uns auch deswegen mal die mögliche Aufstellung vom BVB für das Finale gegen Real Madrid in der Champions League an. Natürlich Niklas Füllkrug im Sturm. Ich setze hier auf Linksaußen auf Malen, wie gesagt, sehr starke Saison dann doch gespielt in der Bundesliga für den BVB. Rechts außen setze ich auf Sancho. Offensive Mittelfeld setze ich auf Julian Brandt. Man hat ja auch gesehen, Dortmunder Offensive ist von seinen Pässen mit abhängig. Klar, Reus könnte dort natürlich auch spielen. Dann haben wir natürlich Emre Can und Sabitzer. Linker Verteidiger ist schon mittlerweile gesetzt und der BVB hofft ja auch Madsen bei sich behalten zu können. Also Linksverteidiger Madsen. Rechtsverteidiger Reiersson auch. Er spielt eine sehr, sehr gute Saison auf der rechten Verteidigerposition. Innenverteidigung ist natürlich gesetzt mit Schlotterbeck und Hummels im Tor. Natürlich Gregor Kobel. Ja, das wäre jetzt so meine Aufstellung für den BVB für das Champions League Finale gegen Real Madrid. Klar, ihr könnt ja auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wie eure Aufstellung aussehen könnte oder ob einzelne Spieler reinkommen sollen oder nicht. Ja, liebe Fußballfreunde, was glaubt ihr? Wer gewinnt das Champions League-Finale 2024? BVB oder doch Real Madrid? Natürlich drücken wir alle hier in Deutschland dem BVB die Daumen. Dortmund ist ja jetzt insgesamt das dritte Mal im Finale. Gleich beim ersten Mal, 96-97, konnte der BVB mit 3:1 gegen Juventus Turin die Champions League gewinnen. Klar, das letzte Mal 2012-2013 gegen Bayern hatte man ja verloren. Also steht jetzt quasi 1:1, dass Dortmund eventuell heute, Samstag, zum zweiten Mal den Pott, die Champions League gewinnen kann.
Ja, liebe Fußballfreunde, mein Tipp für Borussia Dortmund im Finale der Champions League gegen Real Madrid ist ein 2:1 Sieg für den BVB. Das wäre mega, mega, mega. Ich drücke auch allen BVB-Fans die Daumen. Und wie gesagt, wie es da steht, schreib dein Ergebnis, deine Prognose für das Finale in die Kommentare. Ich danke dir schon mal für ein Like und für ein Abo für Fußball for Fans. Verpasst auch hier meine anderen Videos nicht. Bis dann. Tschüss.